Gott, ich hasse heute extrem meine Haare. Ich habe so einen richtigen Bad Hair Day. Echt schlimm. Echt schlimm. Aber bevor da Kommentare kommen, auf mit deine Haare rumzufummeln, höre ich jetzt auf und fange mit dem Aufgebrauchsvideo an. Ich finde, es ist nicht relativ viel, weil ich hab euch das ja schon im letzten Aufgebrauchsvideo erklärt. In letzter Zeit habe ich nicht so Bock, Sachen leer zu machen, weil mein Blog halt nicht funktioniert. Mir haben auch schon viele geschrieben, ich soll einfach einen neuen anfangen, aber ich will das nicht. Aber fangen wir lieber nicht mehr davon an, sondern ich fange mal an mit den aufgebrauchten Sachen. Ich habe das haben mir ja die Jungs geschickt, von Darf pure Verführung Beauty Wash Lotion aufgebraucht. Ich habe die so als Dusch-In-Lotion benutzt. Fand sie auch okay. Mir hat der Duft gefallen, aber ich fand das Pflegegefühl war jetzt nicht so gut. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, mir gefällt die Nivea nicht mehr. Ich benutze sie nämlich jetzt aktuell, aber ich kann es mir auch einbilden. Ich finde sie okay, aber ich mag Darf eigentlich gar nicht so. Meine Mama hat gleich einen Herzinfarkt bekommen, wie sie das in dem Paket gefunden hat, weil sie gesagt hat, Darf ist so teuer. Stimmt auch wieder. Aber ich mag Darf ehrlich gesagt nicht so gern. Aber es war okay. Also ich fand es gut vom Duft her. Ja, es war echt gut vom Duft her. Vom Duft hat es mir wirklich gut gefallen. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich habe das auch noch nie bei uns in Österreich gesehen. Also das hier. Das habe ich noch nie gesehen bei uns. Also weiß ich nicht, ob es das bei uns überhaupt gibt. Dann ganz, ganz aufregend habe ich wieder Wattepads aufgebraucht. Einmal die großen Wattepads, die Maxi. Dann einmal meine Einwegwaschlappen. Ich habe mich da auf die Sensitive diesmal eingelassen. Die sind viel, viel weicher und viel, viel dünner. Die mag ich überhaupt nicht. So sehen die aus. Jetzt habe ich mir wieder die mit blauer Schrift genommen und ich mag die viel, viel lieber, weil die ein bisschen grober sind und da habe ich das Gefühl, dass wirklich mein Gesicht abgetrocknet ist. Dann habe ich noch die von Müller, die was so in diesem Sommerdesign waren. Habe ich, glaube ich, sogar noch ein paar Backups. Ja. Und das muss ich auch noch zeigen. Eine Kosmetikbücherbox, damit ich die rauskriege. Diesmal hatte ich eine mit Ananas drauf. Die fand ich auch sehr schön. Aber ja, die sind sau teuer, aber ich kaufe mir die voll gern, weil ich die so schön im Badezimmer finde. Echt bescheuert, ich weiß. Ach, noch was so Spannendes. Ich habe wieder Kosmetikstäbchen aufgebraucht. Oh, das heißt, ich muss sie wieder nachkaufen, weil ich habe keine mehr. Ich habe nur noch das, was da drin ist und das war's dann. Also muss ich sie mir wieder nachkaufen. Das sind die, ihr wisst schon, mit dieser Paddelseite und mit der Spitzenseite. Muss ich mir also wieder nachkaufen, bleibt mir nichts anderes über. Schon wieder Wattestäbchen. Das sind aber die normalen. Boah, sind die dreckig. So, das sind aber die normalen Wattestäbchen. Ich halte euch nur kurz in die Kamera, weil die sind echt ekelhaft. Ja, die kaufe ich eigentlich immer da, wo ich halt gerade bin. Also meistens Müller. Dann habe ich aufgebraucht Cadea Vera Reinigungstücher, die ich immer bei meinem Schminktisch stehen habe. Das sind die blauen. Die mag ich irgendwie zurzeit lieber, die blauen, als die rosanen. Ich mag die blauen irgendwie lieber. Fragt mich nicht warum, aber ich mag die blauen lieber. Dann habe ich hier lauter Kleinkram. Ich habe da noch was gefunden. So. Das sind... Oh, jetzt bin ich gelb. Danke. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass es jetzt so gelbstichig ist. Keine Ahnung, wieso. Ich habe da noch ein paar Sachen aufgebaut, so kleine Sachen. Als allererstes die Lavendel-Mousse-Maske von Balea. Die kennt ihr ja eh auswendig. Jetzt langsam freunde ich mich wieder mit der an, weil ich habe ja so viele Backups. Also jetzt langsam geht's wieder mit der Maske. Dann habe ich hier ein CT-Sept Badezusatz Buttermilch-Zitrone. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Mag ich noch immer sehr, sehr gern. Besonders die CT-Sept mag ich gern. Nur sind die leider so teuer. Dann habe ich hier noch eine Portion Liebe auch aufgebraucht. Mochte ich auch sehr gern. Dann habe ich, ich glaube, das ist der nicht so gut gerochen hat. Ja, boah, der war ja echt ekelhaft. Also ich fand den ekelhaft. Das war von Isana einer, den habe ich leider geschenkt bekommen. Sorry, dass ich sage, er ist ekelhaft. Aber mir hat der überhaupt nicht gefallen. Deine Kuscheleinheit heißt der mit Mandelöl. Also ich fand den gar nicht gut. Mir hat der wirklich nicht gefallen vom Duft her, leider. Dann habe ich hier zwei Masken. Und ich muss sagen, ich mag diese Garnier-Masken nicht. Also ich kann mich mit denen überhaupt nicht anfreunden. Bis jetzt war keine dabei, die ich mir wieder nachkaufen würde. Ganz, ganz ehrlich. Ich bin doch irgendwie froh drüber, weil ich habe eh so viele. Ich mag die nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Die Honig hat zwar gut gerochen,
aber ich mag die einfach nicht. Ich finde, die machen einfach nichts auf der Haut, also bei meiner Haut halt. Die machen wirklich nichts. Sie sind zwar günstig und so, aber ich würde mir die auf gar keinen Fall wieder nachkaufen. Die bringen sich bei mir überhaupt nichts. Das sind meine Pure Camille Reinigungstücher von Yves Rocher. Ich bin sehr traurig darüber, dass die leer sind. Das ist die alte Verpackung noch, ihr kennt das ja. Und ich muss sagen, die neue Verpackung gefällt mir, also die neue Verpackung ist schön, aber das Produkt selber gefällt mir überhaupt nicht mehr. Weil das Problem ist bei der neuen Verpackung, der Duft ist so intensiv. Ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben. Weil da ist der Duft, jetzt wollte ich euch riechen lassen, ich bin so blöd. Der Duft ist voll angenehm und nicht so aufdringlich. Aber der neue Pure Camille Duft ist echt aufdringlich und ich muss immer die Augen so zukneifen, wenn ich mich damit abschminke. Also ich weiß nicht, ob ich mir die nochmal nachkaufen werde, die neue Variante. Die alte geht mal so ab. Oder ich schreibe ihnen mal, dass ich den Duft viel zu intensiv finde. Vielleicht sollte ich das mal machen. Dass ich mir das kurz aufhebe, das dann abfotografiere und sage, dass sie den Duft wieder so verändern sollen. Weil ich finde den Duft viel zu intensiv. Ich weiß ja nicht, wer von euch die auch benutzt, aber ich finde den Duft viel zu heftig. Ich habe eine limitierte Seife aufgebraucht von Yves Rocher. Ich habe die so geliebt. Das war diese Vanilla, also Spicy Vanilla, die heißen. Die habe ich mir mal reduziert gekauft, habe sicher in irgendeinem Haul noch in Erinnerung. Ich habe die geliebt. Ich habe sogar, glaube ich, noch ein, zwei Backups von der. Ich freue mich schon, wenn ich die aufbrauche, die nächsten. Weil ich liebe diese Seife einfach. Also das ist die allerbeste Limited Edition Seife, die sie rausgebracht haben. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Vanille-Fan, aber die Seife war der Hammer. Ja, dann habe ich einmal mein lila Reisduschgel aufgebraucht. Das kennt ihr eh auswendig, da muss ich ja eh nicht mehr so viel dazu sagen. Ich mag es noch immer, was mich eh wundert nach den ganzen Jahren. Aber ich mag es noch immer und ich habe Gott sei Dank noch viele Backups. Ich weiß nicht, was ich machen sollte, wenn meine Backups weg sind. Aber dabei habe ich ja noch genug, generell genug Duschgel. Kaufen sollte ich mir dabei wirklich keins mehr. Wirklich nicht. dann habe ich einen Make-up-Entferner aufgebraucht. Ich glaube, ich habe aber zwei. Ja, ich weiß nicht wieso. Aber ich habe in diesem Monat zwei leer gemacht. Ja, zwei. Echt heftig, oder? Also ich weiß nicht warum, aber ich habe zwei leer gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass der dunkelblaue mir nicht so lange hält wie der hellblaue. Ihr seht ja, das sind zwei verschiedene Varianten. Das ist die alte Version und das ist jetzt die neue Version. Ich habe ein bisschen Angst, dass mit der alte noch schneller, der neue noch schneller leer geht als der alte. Ich meine, der alte hält ein bisschen mehr aus, da ist der Sticker nicht so schnell unten wie bei dem alten. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Beim neuen ist der Sticker nicht so schnell unten wie beim alten. Ich komme da ein bisschen durcheinander. So. Ja, aber sie machen dasselbe eigentlich. Ja, sie machen dasselbe. Ich mag nur den, ich kann keinen anderen verwenden. Da habt ihr auch in irgendein paar Videos habt ihr... Was ist denn das? Da ist irgendein Vieh auf meinem Fensterbrett. Schön, oder? Ja, ich mach mal weiter und ignoriere das Vieh. So, ja, ich weiß nicht, warum ich zwei Stück aufgebraucht habe. Wahrscheinlich mega mäßiger Verschleiß. Aber es war ja auch Halloween, vielleicht lag es daran. Ja. als nächstes habe ich ein Duschgel aufgebraucht von Palmolive und das mochte ich wirklich gerne. Das war dieses Thermalspa. Boah, das war geil. Das hat mich... Jetzt wollte ich euch wieder riechen lassen. Ich bin so dumm heute. Das riecht sowas von gut. Das erinnert mich an einen Duft, den ich damals mal hatte. Den es leider nicht mehr gibt. Das war, glaube ich, auch mal ein Yves Rocher Duft. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es war so eine ganz dünne, orangene Flasche. Die ist so von dunkelgelb ins Orangene gegangen. So richtig ombre war das. Da war das schon in früher. Habt ihr gemerkt? Und genau so hat dieser Duft auch gerochen wie dieses Duschgel. Und das hat mich so an die Zeit erinnert, wo ich meine eigenen Yu-Gi-Oh! Karten bemalt habe. Weil ich mir keine kaufen konnte, habe ich mir selber welche gemalt. Und habe die auch mit dem Duft eingesprüht, weil das die Mai Valentine in der Serie auch so gemacht hat. Und ich war so verrückt nach der Mai Valentine. Kurze Nostalgie bei dem Party so. Also. Aber das fand ich echt gut. Ich finde es schade, dass das bei uns in Österreich nicht gibt, weil ich hätte das wirklich nochmal sehr, sehr gerne, das Duschgel. Das riecht so geil. Ich war so traurig, wie ich das leer gemacht habe. Das war wirklich gut. Ich hoffe, dass ich das irgendwo mal finde bei uns, weil ich will das wieder haben.
Wenn ich natürlich mehr aufgebraucht habe, versteht sich. Ist ja auch verständlich. Oh, ich habe noch einen Badezusatz aufgebraucht. Das ist dieser Saubär. Habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Kennt ihr ja bei ihr auswendig, die benutze ich auch sehr, sehr oft. Nur habe ich den jetzt schon lange nicht mehr benutzt, aber ich mag ihn noch immer sehr gern. Mein Freeman-Peeling ist leer worden. Ich habe es aber zwecksentfremdet als Körperpeeling, weil ich mochte es für mein Gesicht nicht, weil ich dann nicht das Gefühl hatte, dass es peelt. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass es nur so eine Art Maske ist. Den Duft fand ich gut. Schaut voll eklig aus, ich halte es lieber nicht in die Kamera. Den Duft fand ich gut, ich fand aber den Peeling-Effekt scheiße. Ich mag die Freeman-Produkte, ihr könnt es ja mal euch anschauen. Ich mag die Freeman-Produkte so, so gerne. Als Maske, als kleines Sachet würde ich sie mir nochmal nachkaufen, diese Apricot-Creamy-Scrub-Teil. Aber als so in der Größe würde ich es mir nicht nochmal nachkaufen. Das Problem ist, dass ich sowieso eine Zeit lang jetzt nicht nach Tschechien leider komme, weil sonst würde ich mir da wieder meine Masken nachkaufen, weil meine Backups gehen leer. Ja, aber so in der Tube würde ich mir das Aprikosenteil nicht mehr kaufen. Nicht mehr. Ich mag es wirklich überhaupt nicht. Also mir hat es nicht gefallen fürs Gesicht. Gar nichts. Kleiner Ausraster am Rande. Ich habe noch eine Seife leer gemacht und das ist die Balea Creme Seife Ginger and Lemon. Dieses Duschlotion-Teil habe ich ja geliebt von Ginger and Lemon, aber die Seife mag ich ehrlich gesagt gar nicht. So sieht die aus. Ich habe jetzt das Nachfüllpack leer gemacht, aber ich habe noch die normale Seife jetzt aktuell in Verwendung. Ich mag es nicht. Also ich bin von dem echt enttäuscht. Ich habe gedacht, dass es genauso gut ist wie die Duschlotion. Ist sie aber nicht. Also ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Leider. Oh, was für ein Oh mein Gott. Nochmal. Wie kann denn das sein? Alter Schwede. Naja, wurscht. Ich habe nochmal 50 Stück aufgebraucht von denen. Was soll's? Ich weiß schon warum, weil die waren so dünn und deswegen musste ich 2, 3 nehmen, damit ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ich konnte mich damit abtrocknen. Weil die haben sich so zusammengewudelt, wenn ich mich wirklich abtrocknen wollte. Dann habe ich nochmal Wattepads aufgebraucht. Sagen wir lieber nichts dazu. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst komme ich zu spät, weil ich muss noch mit meinem Hund raus. Oh Gott, jetzt habe ich gerade mein Herz verkriegt. Okay, passt schon. Ich habe noch dieses tiefenreinigende Shampoo aufgebraucht. Das benutze ich sehr, sehr gerne, weil ich brauche das auch, glaube ich, wieder. Deswegen schauen meine Haare davon so scheiße aus. Ich habe das jetzt nämlich mir nachgekauft, aber ich habe es noch für mein Kaufverhalten-Video aufgehoben. Und ja, Schnauze Magen. Ich muss das unbedingt wieder verwenden, weil ich liebe das. Seit das mir einmal eine Freundin von mir gezeigt hat, benutze ich das immer noch. Und ich liebe es. Ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Das ist das erste tiefenreinigende Shampoo, das ich mir gekauft habe. Und ich bin sofort bei dem blieben. Also ich würde mir nichts anderes mehr kaufen. Ich hasse diese Strähne. Fragt mich nicht warum, aber ich hasse sie. Ich höre jetzt oft davon zu reden. So, Batiste Trockenshampoo habe ich auch wieder aufgebraucht. Immer wieder das Sweetie, weil ich kaufe kein anderes. Ich muss mir auch, glaube ich, wieder Backups kaufen. Weil so viel ich weiß, ist jetzt wieder eine Aktion beim Müller. Also muss ich mal schauen, ob ich noch Backups brauche. Ich habe mir meine Haare weggesteckt, weil sonst fummel ich noch mehr drin rum. So, das Duschpeeling habe ich auch aufgebraucht von Balea. Das liebe ich ja. Ich habe da so viele Backups davon, das ist echt abnormal. Aber das war ja reduziert um 80 Cent, also habe ich mir da ganz, ganz viele gekauft. Ich mag es noch immer, aber ich werde es jetzt natürlich nicht verwenden, weil ich finde, das passt eher in den Sommer. Aber das ist dämlich, dass ich dann so viele Backups habe, aber wurscht. Ja, dann habe ich hier noch 2 kleine Sachen. Einmal die Melone Creme Gel Maske, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die gibt es leider nicht mehr. Sonst hätte ich mir noch ein paar Backups gekauft, aber ich habe eh so viele Backups. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar davon. Dann habe ich von der Marke Biore, glaube ich, war das jetzt, dieses No-Strap-Ding aufgebraucht. Ich liebe diese Teile, also ich würde nur noch die kaufen. Weil da kommt wirklich, ihr wisst schon, ich will das nicht vertiefen, aber da sieht man wirklich ein Ergebnis. Dann habe ich 2 Probegrößen leer gemacht. Ja, 2. Ja. Und dann noch so eine kleine Duftprobe von Yves Rocher, was man nicht lesen kann, oder? Kann man das lesen? Ja, so. Ich glaube, ich habe den noch in Miniatur, aber ich bin mir nicht sicher. Ich finde, der riecht doch gut, aber ich werde mir keine mehr kaufen. Ich habe genug. Das war halt nur so als
Erfrischung gedacht. Dann habe ich das kleine Volumen-Shampoo aufgebraucht, das mir die Jungs geschickt haben. Ich bin kein Nivea-Fan, steinigt mich nicht. Viele wissen das aber schon, ich fand es nicht so gut. Aber cool, dass ich es mal ausprobieren konnte, weil ich liebe solche kleinen Sachen, das wissen ja eh alle. Dann habe ich aufgebraucht dieses Yves Rocher Körperpeeling. Das habe ich ja als Geburtstagsgeschenk bekommen, was sehr lange gebraucht hat, was ich mir abgeholt habe, aber wurscht. Ich mag das auch sehr gern. Also das würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Weil ich hatte das ja auch schon ein, zwei Mal in groß. Also das ist wirklich grobkörnig. Wirklich grobkörnig. Deswegen mag ich das so gern. Und ich fand das cool, dass es in kleinen Größe, dass ich das geschenkt bekommen habe. Zwar doof, dass ich das gleich aufgebraucht habe, aber wurscht. Dann, ich glaube, das war meine letzte Probe, habe ich von BB dieses Peeling da, diese Reinigungsmaske aufgebraucht, was für mich aber eher ein Peeling war. Man riecht es leider nicht mehr, das hat ja urgut gerochen, aber ich glaube, ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich habe eh so viel Zeug. Und ich habe ein ganz anderes Peeling, was ich viel besser finde. Dann, ich nehme mir noch mehr in die Hand, bis wir zum Make-up kommen und zum Duft. Das ist noch eine Probe. Das ist von Yves Saint Laurent eine Probe, ein Instant Moisture Glow. Ich mische das ja immer in meinem Make-up. Habe ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemacht, weil ich habe noch das von Lancaster als Probe noch gefunden. Und ich habe eben das von Yves Saint Laurent mal gewonnen. Mit so einer Miniaturgröße und noch einem Make-up, glaube ich. Und ich habe gesehen, dass ich das habe und habe mir gedacht, okay, dann brauchst du das auf, weil soll es vergammeln? Nein, also habe ich mir gedacht, ich brauche es auf. Ich fand es auch wirklich gut, ich werde mir das aufheben, wenn ich dran denke, weil ich fand das gut. Ich habe das auch in einem Douglas gesehen, habe mich aber nicht traut, zu fragen, wie viel es kostet. Ja, dann habe ich von Terra Naturi eine Zahncreme leer gemacht. Ich komme mit der leider nicht so lange aus. Ich wollte ja eigentlich total auf diese Terra Naturi wechseln, weil ich die wirklich mag. Aber ich weiß nicht, ob das so... Mal gucken. Ich werde mir vielleicht eine nochmal nachkaufen, weil die andere wird auch bald leer. Und dann mal gucken, wie lange ich damit auskomme. So, und dann habe ich endlich ein Yves Rocher Fußpeeling wieder leer gemacht. Ich glaube, ich habe aber aktuell noch eins und ich muss mich da zwingen, das leer zu machen. Ja, ich werde mir das eine Weile nicht mehr kaufen. Ich glaube, das ist auch noch eine alte Variante. Sind die Deckel jetzt nicht lila? Ich weiß es nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil ich mag es nicht mehr. Oh, jetzt ist was runtergefallen. Klingt zwar blöd, weil ich das schon so lange verwendet habe, aber ich mag es wirklich nicht mehr. Kommen wir zum Duft. Ja, da traue ich echt hinterher. Am Schluss habe ich den gar nicht mehr so wahrgenommen, den Duft. Das war von Lacoste, der irgendwas mit Sparkling. Der war so geil. Ich habe den mal zu Ostern von der Arbeit bekommen. Der war so gut. Ich habe den so geliebt. Nur nach einer Zeit, also nach der Hälfte, habe ich den nicht mehr gerochen. Ich habe den verwendet, wenn ich frei hatte und fortgegangen bin. Ich habe den so geliebt, Leute. Ich würde ihn mir nachkaufen, wenn ich nicht so viel Haar hätte. Aber ich habe so viel Zeug. Also nein, ich kaufe mir den auf gar keinen Fall nach, weil ich eh noch so viel habe. Und ich bin aber froh, dass ich den schon mal gehabt habe, weil ich werde mir auf jeden Fall die Flasche auch aufheben. Ich weiß, ich kleiner Messi, aber damit ich weiß, welche ich mir irgendwann einmal nachkaufen werde. So, ich habe endlich mein Clinique-Make-up leer gemacht. Endlich. Ich werde es auch nicht aufschneiden, weil die Konsistenz schon so komisch ist. Das war diese CC-Cream. Ich mag sie voll gern. Ich habe die urgern im Sommer benutzt. Aber ich habe jetzt noch so viele andere Make-ups, die ich leer machen werde oder beziehungsweise muss. Deswegen werde ich mir das nicht nachkaufen. Aber irgendwann werde ich es mir mal wieder nachkaufen, weil ich es wirklich gut fand. Dann habe ich einen Kajalstift leer gemacht. Den habe ich jetzt nur so bis hier runter benutzt. Das war aus einer Limited Edition sogar. Der hat Black Swan geheißen. Das war diese Pearl Glide Kajalstifte, die mag ich so gern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem auch so war, dass ich ein bisschen Probleme gehabt habe, dem aufzutragen. Aber die Pearl Glide Kajalstifte von MAC mag ich echt gern. Bleiben wir noch kurz bei MAC. Ich habe jetzt den Lipgloss doch aussortiert. Wer mein Lipgloss-Video gesehen hat, wird das vielleicht wissen. Weil man sieht schon, dass der nicht mehr so viel drinnen hat. Und das Problem ist halt, also mir passiert halt noch immer das hier. Und er fängt schon an, komisch zu riechen. Und ich habe den so lange, jetzt reicht's. Ich werde den natürlich in meine Back-to-Mac-Kiste geben, darf ich bloß nicht vergessen, dass ich den ja nicht wegwerfe, sondern in meine Back-to-Mac-Kiste gebe. Ich habe den sehr, sehr gern benutzt. Das war ja diese Kissable Lip Color. Den hatte ich mir ja damals von einer Limited Edition gekauft.
ja, also ein bisschen traurig bin ich schon, aber ich habe den so lang gehabt, habe den so oft verwendet und manchmal habe ich dann Mundecken und so bekommen, also glaube ich, war der einfach schon zu alt. Deswegen versuche ich jetzt auch, ältere Sachen zuerst aufzubrauchen. Ich hoffe, ich schaffe das. Dann habe ich noch einen Concealer leer gemacht. Die waren alle in meinem Shop My Stash Video, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Außer der Lipgloss, der nicht, aber der Rest war, glaube ich, alles in meinem Shop My Stash Video. Und den Concealer werde ich auch nicht aufschneiden, weil das dann so am Schluss so komisch flüssig rauskommen. Deswegen, ja, werde ich ihn auch nicht aufschneiden. Das war auch ein Tester von der Arbeit, den habe ich mir nehmen dürfen. Er war gut, der Concealer. Wirklich gut. Es gibt auch noch einen Nachfolger jetzt davon, weil die Verpackung gibt es nicht mehr. Die schauen jetzt komplett schwarz aus und haben dann die jeweilige Farbe so als Streifen abbildet. Ja, ich hatte jetzt die 01 Beige Pastel. War wirklich gut. Ich bin so lang mit dem auskommen. Wirklich lange. Also ich habe das sicher fast ein Jahr verwendet. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal nachkaufen würde, weil ich mag das in der Tube nicht. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich mag es irgendwie in der Tube nicht. Nee, irgendwie mag ich es nicht. Ich meine, ich finde den Concealer super, ich bin ein Lancôme-Fan, aber ich würde mir das, glaube ich, nicht nochmal nachkaufen. Ich habe auch noch so viel anderes Zeug, also ich glaube nicht, dass ich mir den nachkaufen werde. Also wenn ich zwischen den und dem MAC Pro Longwear entscheiden müsste, würde ich mir auf jeden Fall den MAC Pro Longwear holen. Weil der hatte manchmal das Problem, dass er meine Augenfältchen gerochen ist. Was ich mit dem Essence, den ich jetzt aktuell habe, nicht habe. Also deswegen, glaube ich, würde ich ihn mir nicht nochmal nachkaufen. Nö, würde ich glaube ich nicht. Aber mal schauen, weil die neue Variante habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Die alte Variante war okay, aber ja. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe es wirklich. Mir hat Spaß gemacht, die Sachen wieder zu gucken, besonders den Duft. Ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr alles aufgebraucht habt. Ich finde, es war ein bisschen wenig wieder, aber das kommt mir vielleicht nur so vor, weil ich in letzter Zeit halt nicht so den Bock hab, was aufzubrauchen, das wisst ihr ja eh. Aber ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!